Ja, auch hier ist es 14 Uhr und ich würde sagen, fangen wir an. Ich begrüße euch und Sie recht herzlich zu einem EduTalk zum Thema digitaler Elternabend, digitale Teamsitzung. Und ja, wie bin ich auf diese Veranstaltung gekommen? Ich muss zugeben, reiner Eigennutz. Mir hat seitens der Schule meiner Kinder einfach eine Rückmeldemöglichkeit oder eine Rückkopplungsmöglichkeit gefehlt. Ich habe mir überlegt, was hätte die Schule denn anbieten können, damit ich zufrieden gewesen wäre. Und habe mir da einfach so ein kleines Konzept entwickelt und habe gedacht, das ist bestimmt auch für andere interessant, die jetzt gerade vor dieser Aufgabe stehen, vielleicht auch Formate anzubieten, wie man dezentral kommunizieren kann, miteinander arbeiten kann oder eben auch Elternabende und Elternveranstaltungen anbieten kann. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, gerne in das Fragetool mit reinschreiben, entweder den QR-Code abscannen oder diese Kurz-URL gerade eingeben. Wie gesagt, das hilft mir einfach, diese Fragen auch zu sortieren, weil ich die dann hier zeitlich sortiert direkt auf meinem Smartphone auch habe. Der Talk wird aufgezeichnet. Die Aufzeichnung wird wahrscheinlich ab morgen dann auch im Blog Erwachsenenbildung-ekhn.blog abrufbar sein. Das heißt, wenn Sie da noch mal was nachschauen wollen, können Sie das dann auch gerne bei uns tun. Ja, ich würde einfach jetzt mal vorstellen, was ich mir für heute gedacht habe. Und zwar entgegen meiner Gewohnheit, dass ich Präsentationen hier laufen lasse, möchte ich jetzt trotzdem mit einer kleinen anfangen. Es sind nur zwei, drei Folien, keine Angst, um einfach auch zu zeigen, ja, auch Präsentationen und ich sag mal, PowerPoint-Funktionen sind online kollaborativ möglich. Und hierfür nutze ich unsere Nextcloud, die ich ja gestern bereits in einem Webinar auch vorgestellt hatte. Genau, der digitale Elternabend ist das Thema und ich habe ihn wie folgt gegliedert. Hier nochmal der Hinweis, wie gesagt, mit den Fragen, den haben Sie ja bereits bekommen. Und zwar in sieben unterschiedliche Schritte. Einmal die Fragen im Vorfeld sammeln. Das heißt, was habe ich für Möglichkeit, um im Vorfeld in Interaktion, in Austausch mit Eltern, Kollegen zu treten, um Fragen im Vorfeld zu sammeln, damit das eben nicht vor Ort in einer Videokonferenz gemacht werden muss? Vorbereitung eines Videokonferenzraumes mit Zoom, das heißt, wie stelle ich den ein, was kann ich vorbereiten, wie lade ich richtig ein? Läuft alles, biete ich einen Technikcheck an? Punkt 5. Moderation einer Videokonferenz, worauf achte ich, wenn ich selber einen Elternabend über Zoom anbiete? Wie dokumentiere ich das Ganze, sodass ich nachher halt eben auch Ergebnisse habe, die festgehalten werden? Und ja, wie biete ich Downloads an und wie biete ich die Links an und die Ergebnisse? Und auch hier an dieser Folie, Sie brauchen die sich jetzt nicht abscreenshotten. Es gibt natürlich die Möglichkeit, sich die Folie nachher auch nochmal herunterzuladen. Den Link werde ich nachher dann auch nochmal im Webinar rumschicken. Wir fangen an, Fragen im Vorfeld sammeln. Und zwar haben wir das im Prinzip ja auch schon einmal mit genau dieser Themenabfrage gemacht. Ich bin da ein ganz großer Freund von, wenn man bereits vor einer Veranstaltung die Möglichkeit hat, in einen Austausch zu treten. Zu unserem geplanten Elternabend, der hat tatsächlich gestern stattgefunden, auch in der Schule meines Sohnes. Es waren 17, 18 Eltern da. Hat soweit sehr gut geklappt. Aber wir haben natürlich erstmal angefangen mit Fragensammlung, mit Themensammlung. Und wenn man jetzt einfach mal schaut, dass die Zeiten einer Videokonferenz irgendwie doch so ein bisschen ja, in Anspruch nehmender ist als, ich sag mal, ein normaler Elternabend, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man im Vorfeld schon thematische Linie hat und auch schon mal Themen gesammelt hat. Wir haben im Vorfeld hier die Fragen auch gesammelt über ein Tool, das heißt PollUnit. Und ich stelle Ihnen jetzt ein kostenpflichtiges sowie auch ein kostenloses Tool auch vor, was sich hierfür sehr gut eignet.
Wie gesagt, mit PolUnit haben wir angefangen, unter polunit.com. PolUnit ist ein deutscher Dienst, kommt aus München, ist daher auch DSGVO-konform, bietet eine kostenlose Variante, wo allerdings in den Polls, also in den Umfragen, Werbung mit eingeblendet ist und eine kostenpflichtige, wobei die kostenpflichtige sich auch sehr in Grenzen hält. Also das heißt, wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel die Business-Variante anschaue, ja, die habe ich natürlich jetzt schon gekauft. Habe ich aber auch die Möglichkeit, die eben für genau mehrere Monate im Vorfeld auch zu kaufen und bekomme damit einen ziemlichen Rabatt. Im Prinzip die Premium-Variante reicht, um werbefrei Polls anzubieten, also Umfragen anzubieten, Abfragen anzubieten. Und ich meine, das ist für ein halbes Jahr dann 24 Euro. Also das ist, glaube ich, finanziell auch vertretbar für die Funktionalität, die es eben auch bietet. Ich bekomme keine Provision von den Diensten, die ich hier anbiete. Das sind einfach welche, die ich, ja, wo ich Erfahrung gesammelt habe. Wenn Sie Ergänzungen haben, einfach mit in den Chat oder auch in die Kommentarfunktion von den Inhalten. Und dann kann ich das nachher bei der Aufzeichnung einfach mit ergänzen. Ja, wie sieht das soweit aus? Was für Möglichkeiten habe ich bei PolUnit, Polls zu erstellen? Also Polls ist ja der Begriff für Umfragen. Und das hält sich jetzt hier erst noch mal relativ in Grenzen. Ich kann Abstimmung, freie Tabellen, Ideen sammeln. Umfrage wird jetzt demnächst kommen oder Fotowettbewerb. Das heißt, dass man Fotos hochladen kann zum Abstimmen und zum Bewerten. Was wir jetzt gemacht haben, ist eine Ideensammlung. Deswegen steht in dieser Umfrage ja auch Idee einreichen und nicht Frage einreichen. Und ich habe jetzt einfach die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Vorlagen mir jetzt auch eine eigene, ja, Umfrage auch zu erstellen. Bevor wir jetzt hier anfangen durchgehen, klicken oder schauen wir uns vielleicht auch die Umfrage an, die wir jetzt hier direkt benutzt haben. Und zwar, welche ist das hier? Digitales? Nee, das ist es nicht. Elternabend und Teamsitzung. Genau, das ist die thematische Umfrage. Und vom Ergebnis her sehe ich jetzt ja auch schon mal, was für Fragen, ich sag mal, eingegeben wurden. Man kann hier kommentieren. Ich habe eingestellt, dass alles anonym ist, dass also keine Daten auch gesammelt werden. Man kann auch einstellen, dass ein Name angegeben werden muss oder dass jemand ein Benutzerkonto sogar haben muss. Ich finde es anonym eigentlich auch am besten. Man kann Kommentare ergänzen, man kann Umfragen auch bewerten, mit dem Herzchen geben, dass die dann eben auch automatisch mit nach oben rutschen. Und ich habe jetzt hier eben wie auf meinem Smartphone die Möglichkeit, mir eben dann die neuesten Antworten, das ist jetzt die älteste, andersrum, so die neueste anzeigen zu lassen oder eben auch sortiert nach Stimmen oder auch nach Aktivität. Hilft einfach, dass vor allen Dingen auch bei vielen Fragen keine untergeht und auch keine verloren geht. Und ist zwar ein bisschen Nachteil, dass man jetzt aus der Zoom-Software raus muss, aber ja, wie ich gestern schon gesagt habe, mit der eierlegenden Wollmilchsau, es gibt, glaube ich, kein Tool, was all die Bedürfnisse erfüllt, die wir gerade haben und brauchen, die ich vor allen Dingen habe und brauche. Gut, ich habe die Möglichkeit, wie gesagt, Umfragen dann auch zu bearbeiten. Das heißt, diese Umfrageoptionen festzulegen. Ich gehe jetzt hier mal kurz rein. Das Design erweitert, genau. Ich kann hier in der Business-Variante auch eigene Themes anlegen, das heißt mit der Farbgestaltung, dem Grün, dem Weiß, dem Grau. Ich mag das lieber etwas dezenter. Ein eigenes Logo kann ich hier einbinden, Effekte und so weiter. Genau, dann habe ich hier, dass die Freigabe erforderlich ist, ob ich das Abstimmen erlaube, ob Abstimmende sich mit Namen registrieren müssen, ein Ablaufdatum, Passwortschutz und so weiter. Ich habe hier, wie gesagt, bei PolUnit unterschiedliche Optionen. Das bedeutet, also ich kann entweder so ein Sterne-Rating machen, ich kann Punktevergabe machen, ich kann Ja, Nein angeben. Und das ist eigentlich für so eine Vorwegfrage ganz gut. Und das Schöne auch, wenn ich eine thematische Abfrage mache, könnte ich jetzt zum Beispiel all Ihre Fragen beenden. Ich
und könnte diese zur Abstimmung freigeben. Und diejenigen mit den meisten Votes, mit den meisten Stimmen, da könnten Sie jetzt nochmal drüber abstimmen, welches Sie jetzt gerne behandelt werden wollen. Finde ich ein ganz gelungenes Tool. Kostenlos kann ich empfehlen, nicht ganz so umfangreich, aber trotzdem sehr, sehr gut von der Nele Hirsch aus dem E-Bildungslabor. Frag mich XYZ. Genau. Und zwar ist das ein ganz intuitives Tool, um ohne Anmeldung, ohne Registrierung kostenlos Vorabfragen auch ja, durchzuführen. Man kommt auf diese Seite und gehen Sie davon aus, Sie wollen jetzt an einer Abfrage teilnehmen, dann bekommen Sie einen Code zugeschickt, den geben Sie dann direkt hier ein. Wenn Sie eine neue Fragerunde starten wollen, geht man hier unten auf Neue Fragerunde. Ich gehe das jetzt einfach mal exemplarisch durch. So, Elternabend XYZ. Jetzt kann ich mir hier einen gewünschten Code geben. Dann die Fragerunde anlegen. Die Fragerunde ist eingerichtet. Genau. Und zwar war es das jetzt im Prinzip auch schon. Das hier ist jetzt direkt die Administrationsseite, die Moderationsseite. Die sollten Sie sich als Lesezeichen dringend abspeichern, weil wenn die weg ist, fehlen Ihnen die Zugangslinks, um die eingehenden Fragen zu bearbeiten. Ja, also ich kopiere mir das jetzt einfach mal. Oder ich lege es mir jetzt einfach mal als Lesezeichen ab, nur zur Not, genau. Wir haben jetzt hier unterschiedliche Ansichten. Fragerunde starten, weitere Vorbereitungen, Moderationsseite für eingehende Frage und Überblicksseite für Teilnehmende. Wenn Sie jetzt hier draufklicken, kommen Sie auf die Seite, wo Sie auch den Link weitergeben können, der hier oben in der Adresszeile mit drin ist. Frag mich XYZ, Content, Eltern XYZ, das ist der Link oder der Name, den ich festgegeben habe. Und man hat jetzt hier die Möglichkeit, Fragen zu bewerten und eigene Fragen einzureichen. So, das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel über diesen Link, ohne mich anzumelden, fragen, wann wissen wir die abgeben und ich reiche diese Frage jetzt ein. So, wenn jetzt der nächste kommt, der sich jetzt hier unter diesem Link, den wir hier vorher hatten, ich habe ja hier den Moderatoren-Link, den habe ich mir kopiert. Wenn jetzt der nächste auf diese Seite kommt, sieht er im Prinzip auch schon diese Frage. Mal zur Fragebewertung gehen. So, wann müssen wir die Hausaufgaben abgeben? Und kann diese bewerten durch ein finde ich interessant. Ja, jeder, der auf diese Seite geht, kann bei jeder Frage einmal sagen, finde ich interessant. Das wird wahrscheinlich über ein Cookie dann auch gelöst, was dann temporär gespeichert wird. Und ich habe dann nachher auch über die Moderatorenansicht, gebe ich wieder zurück auf die Moderatorenansicht. Habe ich ja hier die Moderationsseite für eingehende Fragen. Da habe ich die Möglichkeit, Fragen zu löschen, Fragen zu bearbeiten. Und wenn ich fertig bin mit der Fragerunde, gehe ich dann eben hier auf den Start der Fragerunde und kann mir hier die gesammelten Fragen nach Bewertung sortiert anzeigen. Also das heißt, je mehr Bewertung, je mehr ein interessant ich finde, auftaucht, desto weiter vorne wird diese Frage aufgelistet. Ganz schnell, ganz unkompliziert und ja, ist auch sehr, sehr schnell eingerichtet. Also ich glaube, bei jedem Dienst muss man einfach mal sich so ein bisschen reinfuchsen über die Funktionen, aber das fragt mich XYZ, das ist eigentlich mit PollUnit sehr gute Möglichkeit, Fragenrunden im Vorfeld schon mal einzurichten. So, jetzt gucken wir hier nochmal, ob es hier nochmal Rückfragen gab, auch in der PollUnit. Genau, da ist die Frage der Interaktion. Eine Besprechung oder Elternabend kann sehr zäh werden. Hat jemand Ideen für interaktive Tools, die Bewegung und Leichtigkeit reinbringen? Ich sammle gerade noch einige Ideen zusammen und suche noch mehr.
Genau, also das wäre jetzt ja zum Beispiel etwas, um ja, Interaktionen mit reinzubringen. Ansonsten nochmal so als vielleicht auch weitergehenden Tipp. Ich müsste das jetzt mal gerade hier raussuchen, wo ich das habe. Und zwar ist das Onko. Ich muss die Seite gerade mal, genau, zeige ich auch gerade mal. Da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Das ist jetzt einfach nur mal als Hinweis, wo man auch so interaktive Tools findet, die man sehr schnell kostenlos einbinden kann, auch deutscher Dienst. Und ähnlich, ich sag mal, wie vorhin hat man hier eine Schüler-, eine Lehreransicht, man gibt einen Code ein und man kann auch eigene Umfragen erstellen. Das heißt, man kann zum Beispiel eine Kartenabfrage im Vorfeld online machen. Das ist dann wie bei Padlet, dass man also eine Pinnwand im Prinzip mit Karteikarten, die man online verschieben und füllen kann. Das heißt, man kann zum Beispiel Metaplankarten erstellen, man kann ja, Kartenplanung machen etc. Man hat Helfersysteme, Lerntempo-Duett, viele Spielereien. Was auch sehr nett ist, ist die Zielscheibe. Das ist eigentlich ein Bewertungstool, wenn man, kennt das ja auch, sortieren Sie sich irgendwie, wie nah Sie sich einem Thema finden, dann kann man sich eben an der Zielscheibe positionieren, wo man sich dann eben gerade ja auch aufhält. Ist auch ein ganz nettes Tool, kann ich auch nur empfehlen. So, schauen wir hier mal weiter. Was haben wir denn noch für Fragen? Welche Tools können mir bei einem Elternabend helfen? Genau darum wird es ja auch gehen. Wie gesagt, ich werde noch so zwei, drei noch vorstellen und natürlich nicht die ganze Bandbreite, weil es muss sich ja auch in einem Rahmen auch halten. Datenschutz Zoom. Genau, Zoom ist im Augenblick in aller Munde. Gleichzeitig gibt es in AGB Hinweise, dass hier ausgesprochen viele Daten abgegriffen werden. Wie lässt man Zoom oder wie lässt sich Zoom dennoch nutzen? Kann tatsächlich Zoom als Tool verwenden, wenn es bei Elternverantwortung, Veranstaltung auch um Datenschutz geht? Und als Kommentar, es gibt auch Kritik am Betreiber oder Erfahrung mit Jitsi, Mumble und FairMeeting. Und dann noch das Zoom-Lizenzmodell. Da würde ich vorschlagen, gehen wir hin, wenn es um den Punkt ja, der Videokonferenz einrichten geht. Kommen wir zum Punkt, wie richte ich eine Videokonferenz ein? Und da geht es jetzt, zufällig haben wir jetzt hier auch ein paar Fragen zu Zoom, genau. Ich beschränke mich in der Veranstaltung auf Videokonferenz-Tool Zoom, weil das ist etwas, da haben wir jetzt seit 2 Jahren arbeite ich damit schon sehr viele Erfahrungen. Und ja, es gibt natürlich Alternativen, es gibt auch Webex, es gibt Teams, es gibt viele, viele, viele andere Dienste. Ich, wie gesagt, wir benutzen Zoom, deswegen stelle ich das jetzt auch gerne vor, weil ich mich da auch gut mit drin auskenne. Zum Thema Datenschutz. Zoom ist an und für sich Datenschutz, also DSGVO-konform und Privacy Shield zertifiziert, laut diesen ja, Bedingungen, die damit verbunden sind. Wir benutzen bei uns im Zentrum Bildung über einen Anbieter eine deutsche Instanz, das heißt mit Serverstandort in Deutschland, den Datenverkehr über Deutschland. Und diese Instanz ist auch konform dem kirchlichen Datenschutz gegenüber, wurde auch von unserem Datenschutzbeauftragten und auch von Juristen verschiedener Landeskirchen auch abgenickt, dass es eben dort auch genutzt wird. Die Evangelische Kirche Deutschland nutzt das auch mit ihrer Digitalisierungsstabsstelle. Also von daher über diesen Anbieter ist es datenschutzkonform. Es gibt, ich werde immer wieder gefragt, man wird darauf hingewiesen, dass Zoom irgendwie Schwachstellen hat, auf Kameras zugreift. Ja, das ist ein sehr populärer Artikel aus dem letzten Jahr. Da gab es in der Tat eine Sicherheitslücke bei Zoom, so wie es Sicherheitslücken in sehr vielen Systemen gibt, die aber durch ein Update behoben wurde. Also das heißt, was man dort findet, ist mittlerweile kein Thema mehr. Und wie gesagt, unsere Datenschutzbeauftragten haben das abgenickt und von daher ist für mich damit der Fall erstmal erledigt. Es läuft über deutsche Server und die Chats sind alle verschlüsselt.
Genau, wenn es bei Elternveranstaltungen genutzt wird, wir haben die Möglichkeit, Zoom-Räume, da kommen wir nämlich auch gleich zu diesem Punkt, zu einem Zoom-Raum einladen, nur für eine bestimmte Nutzergruppe sichtbar zu machen oder beitretbar zu machen, indem wir entweder ein Passwort vergeben oder eben auch ein Meeting sperren. Genau, ich will noch ganz kurz auf den Punkt eingehen. Erfahrungen mit Jitsi, Mumble, Fair Meeting, mit Mumble, Fair Meeting nicht, mit Jitsi und Nextcloud Talk habe ich Erfahrung. In kleinem Kreis, ja, ist das okay, 3, 4 Leute, wobei ich dort auch unter anderem von der Nele Hirsch auch den Rückmeldung habe, bei 10 Leuten stockt es schon etwas. Das heißt, wenn man mehrere Leute hat, da ist man wirklich mit einer professionellen Software, egal ob jetzt Teams oder Zoom oder Webex, wie auch immer, wahrscheinlich besser bedient, weil dort die Infrastruktur einfach eine ganz andere nochmal ist. Genau, gab gestern ja bei der Nextcloud auch nochmal die Rückmeldung, dass der Nextcloud Talk dort auch nicht sehr stabil läuft. Okay, kommen wir dazu. Zoom wollen wir jetzt als Konferenzraum nutzen. Wir haben die Software. Es gibt unterschiedliche Lizenzmodelle, wie wir Zoom auch überhaupt nutzen können. Das heißt, um einen Elternabend anbieten zu können, brauchen wir als allererstes nicht nur den Account, also den Client, die Software von Zoom, sondern eben auch einen Pro-Account. Es gibt unterschiedliche Accounts, genau, es gibt einen Basic-Account, Pro, Business und Enterprise. Ich gehe jetzt nochmal auf Basic, Pro und Business ein. Basic-Account, da kann man mit 2 Personen unbegrenzt die Video-Chat-Funktionalität nutzen. Ab 3 Personen ist es auf 40 Minuten limitiert. Das ist so der, ja, das Freemium-Modell. Es ist keine externe Werbung drin, aber halt eben die Zeitlimitierung, wie es andere Dienste auch haben. 100 Teilnehmer sind maximal drin und unbegrenzte Besprechung unter 4 Augen, genau. Dann gibt es als nächstes die Pro-Variante, die kostet im Monat 13,99 €, was ein, finde ich, ein sehr moderater Preis auch ist, kann man monatlich kündigen. Hier ist eben diese Zeitlimitierung von 40 Minuten aufgehoben und man hat hier eben die Möglichkeit, mit mehreren Personen, ich glaube maximal 24 Stunden am Stück, genau eine Videokonferenz abzuhalten, was aber auch reichen sollte. Es gibt einen Cloud-Speicher, die Möglichkeit auch in der Cloud aufzuzeichnen. Und dann gibt es, wie gesagt, die Business-Variante für Unternehmen, 18,99 €. Allerdings müssen hier mindestens 10 Lizenzen abgenommen werden. Das heißt, man ist bei monatlich Minimum fast 1.900, jährlich bei 1.900 €. Nee, 2.200 € sind ja 12 Monate dieses Mal im Jahr, genau. Also das heißt, es müssen mindestens 10 Lizenzen genommen werden. Und hier hat man eben die Möglichkeit, beliebig viele Gratis-Accounts anzulegen und die Lizenzen unter den Accounts zu verteilen. Ich werde auch gefragt, Zoom hat jetzt wohl gerade diese 40-Minuten-Regelung für Bildungseinrichtungen aufgehoben. Hier ist das Problem, das, was Bildungseinrichtung ist, bestimmt Zoom. Das bestimmen leider nicht wir. Und als Bildungseinrichtung gelten Schulen und Universitäten, aber leider keine anerkannten Bildungsträger wie wir als Zentrum Bildung und auch keine kirchlichen Bildungseinrichtungen. Also von daher haben wir da wenig Chance auf einen Education-Account. Gut, also wir brauchen Minimum ein Account, damit wir, wie gesagt, diese Zoom-Konferenz auch anbieten können. Und starten dann im Prinzip mit der Oberfläche. Ich gebe jetzt die Oberfläche mal frei, dass Sie alle jetzt mal meinen Zoom sehen. Hoffe, dass das jetzt soweit auch klappt. Das ist, wo ist der denn? Hier ist er. Und hoffe, dass Sie jetzt soweit hier meinen Desktop auch sehen können. Genau. Das ist die Zoom-Oberfläche mit rechts den Teilnehmern, links und drunter der Chat. Und wenn ich jetzt ein Meeting planen möchte, gehe ich nicht hierhin, sondern in dieses Fenster. Das ist das Startfenster, wenn man die Zoom-App auch öffnet. Und dann hier oben auf Meetings. Und hier habe ich die Möglichkeit, Meetings im Vorfeld zu planen mit einem Klick auf das Plus. Zuvor muss man noch wissen, mit jedem Account, egal ob Basis, Pro, Business oder wie auch immer, ist eine persönliche ID verbunden.
In meiner ID ist die 976-070-8664. Über diese ID sind Sie jetzt in diesem Raum. Sie können aber, wenn Sie ein Meeting planen, auch sagen, okay, ich möchte eine andere Meeting-ID haben, dann wird hier eine Meeting-ID automatisch erzeugt. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn Ihre ID sehr bekannt ist, dort öfter Leute einfach mal ausprobieren, reingucken, Sie aber, ich sag mal, eine Veranstaltung haben wollen, wo eben niemand diese Meeting-ID kennt, bis eben auf die Teilnehmerin. Oder Sie im Prinzip ein Beratungsgespräch haben und Ihr Gegenüber nicht Ihre feste Meeting-ID kennen soll, wo er Sie dann später ja auch wieder findet. Das soll es ja auch geben. Also, Meeting-Thema angeben, Datum angeben. Ich lege jetzt einfach mal für morgen hier mal eins an, Zoom-Meeting. Dann kann ich hier sagen, Meeting-Passwort wird benötigt. Das bedeutet, Personen können nur in den Videokonferenzraum beitreten, wenn sie das Passwort kennen. Beachten Sie aber bitte, wenn Sie jetzt hier Meeting-Passwort wird benötigt reinklicken, das wirkt sich auf alle zukünftigen Meetings aus. Ja, das heißt, wenn Sie jetzt eins planen und dann in einer Stunde ein neues Meeting starten, ist das Meeting-Passwort dort auch vergeben. Sie können dann auch immer nur ein Passwort pro Meetingraum dann natürlich haben. Video vom Host aktiv, inaktiv und von den Teilnehmern. Ich habe es grundsätzlich so gestartet, dass Ihr Video sowie Ihr Mikrofon, wenn Sie zu mir in den Raum kommen, erstmal deaktiviert ist, weil ich Ihnen gern die Entscheidung überlasse, ob Sie per Audio und per Video mit dabei sind. So, dann genau Audio und dann habe ich hier die Möglichkeit, hier unten mir einen Kalenderlink eintragen zu lassen, Google-Kalender, Outlook-Kalender oder anderer Kalender, dass ich das dann eben im Outlook eintrage und dort Menschen, Kollegen auch einladen kann. Erweiterte Optionen. Ich habe einen Warteraum, das heißt, wenn ich erst relativ spät komme, können die Personen schon mal in eine Art Warteraum beitreten, Teilnahme vor dem Host, Meeting automatisch aufzeichnen und so weiter. Das heißt, ich klicke jetzt auf Kalender, die Planung wird vorgenommen und habe jetzt bei mir in der Meeting-Übersicht das Zoom-Meeting hier, was jetzt geplant ist, mit einer entweder individuellen Meeting-ID oder eben einer festen. Möchte ich das Meeting starten, kann ich jetzt natürlich nicht, weil ich ja gerade auch in einem drin bin, klicke ich dann hier auf Start. Möchte ich jemand einladen, kann ich jetzt hier die Einladung in die Zwischenablage kopieren. Ich öffne mal gerade einen Texteditor, dass Sie jetzt auch mal sehen, was jetzt hier alles Feines in die Zwischenablage kopiert wurde. Ich mache Ihnen das auch noch ein bisschen größer. So, genau. Genau, ist zumindest hier erkennbar. Das heißt, diese Informationen, die haben Sie in der Zwischenablage, die können Sie per Mail dann weitergeben. Das hier ist der Link zu dem Meetingraum. Das heißt, wenn Sie diesen Link verschicken, die Leute draufklicken, werden Sie entweder aufgefordert, sich erstmal Zoom, die Software herunterzuladen oder der Raum öffnet sich. Die Meeting-ID für diejenigen, die Software schon installiert haben, einfach nur die Meeting-ID eingeben wollen. Und dann gibt es hier noch die Einwahl über eine Telefonnummer. Und hier hat man nämlich die Möglichkeit, ich sag mal, wenn die Internetverbindung nicht gut genug ist, über ein Festnetztelefon auch mit beizutreten. Ich muss mal gerade kurz antworten. Auf Facebook hat doch jemand geschrieben, beobachtet das Webinar gerade per Facebook und würde gern eintreten. Jetzt habe ich ihm die Meeting-ID gleich mitgeteilt und dann kann er gleich hier rüberkommen. Soweit zu der Einladung, genau. Jetzt gucke ich mal gerade, ob es vom jetzigen Standpunkt aus nochmal neue Fragen gibt. Blick in den Backstage. Was für Technik benutzt du alles? Mischpult, Videobox oder ging das alles über eine Laptop-Kamera? Nein, geht es nicht. Dafür, das sprengt jetzt, glaube ich, ganz schön den Rahmen, technisches Setting. Haben wir, ich muss gerade mal gucken, nächste Woche, ich schaue gerade mal kurz im Terminkalender nach, nämlich extra ein Webinar für diejenigen, die sich auch so ein bisschen für Technik interessieren.
Genau, am 2. April auf dem Weg zum eigenen Streaming- und Webinarstudio. Ich gebe den Link gerne mal hier in den Chat mit rein. Und zwar geht es da in einem eigenen Webinar mit einem Gastreferenten darum, was für Technik kann man denn verwenden, um eben ein solches Setting auch aufzubauen. Und was gibt es in den unterschiedlichen Preisklassen? Also unter 100, das geht ja von 100 bis 10.000 Euro, ist da ja sehr viel möglich. So, kann ich den Teilnehmenden eine Videosequenz zeigen und wie mache ich das? Ja, das geht. Das kommt natürlich jetzt darauf an, wo Sie das Video haben. Das geht eigentlich über die ganz normale Bildschirmfreigabe. Und zwar kann ich jetzt, zwar gebe ich jetzt hierfür nochmal meinen Bildschirm frei, genau. Habe ich als Moderator oder Sie als Host, wenn Sie dann den Account haben, hier unten diesen Button unter meinem Laptop da, Bildschirm freigeben. Und wenn ich hier draufklicke, dann kommt auf dem anderen Monitor, muss ich mir gerade rüberziehen, hier, genau, eine Übersicht über alle aktiven Fenster, die bei mir gerade am Computer oder offen sind und noch verschiedene andere Dienste, die ich freigeben kann. Und wenn ich jetzt auf einen hier draufklicke, dann wird, wie gesagt, dieses Fenster freigegeben. Wenn Sie im Vorfeld die Videodatei über den Videoplayer öffnen, können Sie das auch freigeben und es wird auch der Ton mit übertragen. So, was haben wir dann hier noch für Fragen dabei? Genau, Interaktion, das haben wir. Kann ich die teilen? Genau, das waren die neuen Fragen. Ich gucke mal gerade auf meinen Spickzettel. Genau, wir waren bei der Vorbereitung. Terminplanung haben wir, Meeting-ID, Passwort, Grundeinstellungen, Webcam und Audio. Das war eben das, was ich auch gerade gesagt habe. Nehmen Sie die Entscheidung vorweg und sagen Sie, okay, Video und Audio ist aktiv oder überlassen Sie die Entscheidung den Teilnehmerinnen. Richtig einladen. Die Einladungs-ID haben wir, das haben wir jetzt ja auch. Wir haben jetzt die Einladung kopiert. Wir haben auch die Möglichkeit, aus einem bestehenden Meeting heraus einzuladen. Das zeige ich jetzt auch noch mal gerade. Und zwar genau wieder hier das Zoom-Fenster und dieser dritte, muss mal gucken, genau hier unter meinem Wasserglas, genau, ist ein Button mit Einladen. Den haben Sie wahrscheinlich auch oder nur die Host. Auf jeden Fall, ich habe ihn jetzt, genau. Und ich kann jetzt entweder meine Zoom-Kontakte einladen, ich kann mir die Raum-URL kopieren, hier unten, oder die komplette Einladung, wie wir sie auch gerade gesehen haben, ja auch kopieren. Genau. So, Ursula fragt, wie erfahre ich meine Meeting-ID? Stand gar nichts in der Mail, genau. Die Meeting-ID, also zum einen die eigene, die bekomme ich hier oben auch angezeigt. Wenn Sie mal ganz oben an diesen da grauen Rand oben gucken, steht Zoom-Meeting-ID. Ansonsten in den Einstellungen, das heißt, wenn ich jetzt hier in die Einstellungen gehe und auf mein Profil, habe ich hier nochmal die Möglichkeit, erweiterte Funktionen anzuzeigen. Und wenn ich hier draufklicke, dann öffnet sich der Browser und ich komme, ich gebe das Fenster sofort frei. Moment. Und ich komme auf die Zoom-Seite, wo ich im Prinzip ja, mich ja auch angemeldet habe und auch ein Benutzerkonto auch habe. Genau, und hier kann ich mir auch meine ID anzeigen lassen. Ich kann meine persönliche ID auch ändern. Also das heißt, wenn Sie irgendwie ein Konto haben und eine ID, die Sie unheimlich lieb haben und in ein anderes Konto mitnehmen wollen, loggen Sie sich in Ihrem Konto ein bzw. aus, klicken Sie dann hier auf Bearbeiten und dann kann man hier eine neue ID angeben und sofern die noch frei ist, können Sie die auch mit übernehmen. Genau, jetzt habe ich hier noch eine Rückmeldung. Die Darstellung des Zoom-Bildschirms bei der Bildschirmfreigabe ist derzeit weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund. Ist dann besser lesbar. Gut, mache ich sofort. Und zwar zeige ich natürlich auch, wie das geht, weil
Dark Mode ist eine tolle Sache. Wurde gesagt, hier schwarzer Hintergrund, weiße Schrift, nicht so gut lesbar. Kann ich natürlich in den Einstellungen und allgemein wechseln in den hellen Modus und hoffe, dass es jetzt auch besser erkennbar ist. Wir haben nächste Woche auch noch mal ein weiteres Webinar zum Thema Grundfunktion von Zoom. Da waren ja am Montag jetzt über 200 Leute drin. Vielleicht sind auch einige Fragen auch untergegangen. Daher haben wir gesagt, wir bieten noch mal so eine kleine Wiederholung an. Das heißt, wenn es wirklich noch mal tiefer gehen oder in die Grundfunktion, in die Zoom Basics gehen soll, empfehle ich am 31. März der Edo Talk, die Zoom-Grundlagen und die Rückfragen dazu. Gut, jetzt haben wir soweit richtig einladen, läuft alles Technikcheck. Die Technik ist eine Sache, die man, ich sag mal, nicht unterschätzen darf oder sollte, weil ein schlechter Ton kann eine Videokonferenz wirklich kaputt machen. Ich zeige Ihnen das mal. Und zwar, ich schalte jetzt hier mal um. Ich habe gerade kein schlechtes Mikrofon eingebaut. Das ist natürlich schlecht. Genau. Ja, siehst du mal, ich habe normalerweise so eine Webcam noch hier mit als zweite Kamera dran und die hat wirklich grottiges Mikrofon. Aber da gucken Sie bei uns mal im Blog, da habe ich ein Video gemacht zu Techniktipps und wenn das Mikrofon schlecht ist, dann kann das wirklich die Videokonferenz kaputt machen. Deswegen ist das nicht die Schuld derer, die eine schlechte Kamera haben, die sich nicht, ich sag mal, hauptsächlich damit beschäftigen, sondern wir müssen einfach wissen, wie gehen wir mit diesen unterschiedlichen Gegebenheiten um. Ich halte es immer für sinnvoll, vor einem Meeting mindestens mal eine halbe Stunde Minimum vorher da zu sein, um auch ansprechbar zu sein, falls es irgendwelche technischen Probleme gibt beim Beitreten oder auch bei der Einstellung der Kamera oder des Mikrofones gibt. Ganz oft ist es so, dass oder die häufigste Ursache, die vielleicht in bei mir 5 bis ja, 10 ist schon wieder zu viel Prozent der Fälle vorkommt, ist, dass Leute vergessen, per Computeraudio beizutreten. Sie haben das ja gesehen. Sie geben die ID in ihre Meeting-Software ein und werden dann erstmal gebeten, per Computeraudio beizutreten. Das bedeutet, dass Sie Zoom grundsätzlich erstmal gestatten, auf die Audio-Hardware des Computers zuzugreifen. Wenn Sie das nicht machen, können Sie nicht nur nicht sagen, Sie können auch nichts hören. Und das ist natürlich sehr kontraproduktiv. Von daher würde ich einfach im Vorfeld einen kleinen Technikcheck anbieten, damit die Leute das einfach mal ausprobieren können, sich auch mit dieser Technik und auch dieser Methode Videokonferenz auch vertraut machen können. Schlechtes Mikrofon, hatte ich gesagt, ist auch öfter mal ein Thema. Und da gibt es einige, ja, kleine Tricks und Kniffe, die wir in der Moderation, also auch, ich sag mal, beachten sollten, wenn wir eine größere Konferenz haben. Ein großer Punkt ist jetzt zum Beispiel, Sie sehen, ich habe Ihnen allen das Mikrofon stumm geschaltet. Würde ich bei größeren Sitzungen immer empfehlen. Normalerweise habe ich Edu-Talks mit, ich sag mal so 20, 25 Personen. Das sind in der Regel auch geübte Leute. Da ist schon so eine gewisse Routine auch da, dass man sich selber auch stumm schaltet, wenn man nicht dran ist. Weil der Punkt ist einfach der, wenn ich jetzt hier irgendwie rumraschel, sei es jetzt mit einem Kugelschreiber, klick, 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 klick oder mit Papier oder wie auch immer, auch wenn das hier leise hier unten ist, kommt das trotzdem als Audiosignal direkt bei Ihnen in den Ohren an. Und wenn das jetzt viele machen, dann wird das wirklich sehr, sehr unangenehm und chaotisch laut. Auch ist es manchmal so, gerade wenn die Leute über Mobilgeräte teilnehmen, dass dann der Ton wirklich sehr viele Nebengeräusche auch mit aufnimmt. Dass dann irgendwie, wenn jemand mit durch das Zimmer durchläuft oder der Fernseher an ist oder wie auch immer, wenn kein gutes Mikrofon verwendet wird, sind sehr viele Nebengeräusche dabei. Deswegen empfiehlt es sich einfach von Anfang an, bei größeren Veranstaltungen den Ton vielleicht zu muten. Und dann bei Bedarf freizuschalten, das kann ich als Moderator machen. Und das zeige ich Ihnen jetzt hier auch einfach mal. So, hier ist nochmal die Zoom-Oberfläche. Sie sind als Teilnehmer 33, sind wir jetzt im Moment per Zoom. Und ich gucke mal gerade, wie viele und im Livestream jetzt noch mit dazu gucken. Nicht mehr so viele. Drei sind es gerade noch, vier.
Die grüßen wir natürlich auch noch, genau. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, den Alexander Ebert zum Beispiel das Audio einzuschalten und ihnen im Prinzip das Wort zu erteilen. Wie gesagt, macht Sinn auf jeden Fall bei einer größeren Gruppe. Möchte ich, dass alle eingeschaltet werden, kann ich sagen, Audio alle ein oder hier, wie gesagt, alle stumm schalten. Auch habe ich hier die Möglichkeit, ermöglichen Sie es den Teilnehmern selbst, ihre Stummschaltung aufzuheben. Das heißt, ich kann auch ganz grundsätzlich sagen, Sie sind still und hören nur zu und haben nicht die Möglichkeit, Ihr Mikrofon selber einzuschalten. So haben Sie jetzt die Möglichkeit, hier links unten, wenn hier stumm geschaltet ist, Ihr Mikrofon wieder selbst zu aktivieren. Ansonsten, wenn es Störgeräusche gibt und Sie nicht wissen, wo es herkommt, beobachten Sie doch einfach mal die Teilnehmerliste. Und zwar sehen Sie jetzt bei mir hier oben, ist ein Mikrofonpegel zu sehen. Das heißt, überall dort, wo gerade gesprochen wird, ist ein Mikrofonpegel. Und wenn Sie den Mikrofonpegel dort haben, wo gerade keiner sprechen sollte, kann man vielleicht auch einfach mal stumm schalten. Ich finde, das ist ein Punkt, den kann man durchaus vorneweg auch kommunizieren. Man kann den Leuten einfach sagen, es wird gerade chaotisch, wird alles stumm geschaltet und der Reihe auf wird jemand aktiv geschaltet. Aktiv geschaltet ist auch noch ein guter Punkt. Ich empfehle auch bei größeren Gruppen unbedingt eine Gesprächsführung. Stellen Sie sich einfach mal vor, wir würden jetzt mit 34 Personen in einem Raum sitzen und miteinander arbeiten. Wir finden irgendwie eine Kommunikationskultur, weil wir auch sehen, hier setzt gerade jemand zum Sprechen an, hier möchte jemand was sagen und das ist jetzt bei Zoom immer ein bisschen schwieriger. Ja, und es entsteht dann eben oft die Situation, dass keiner weiß, kann ich jetzt sagen, kann ich jetzt doch nichts sagen? Und dann fangen mehrere gleichzeitig an. Das lässt sich durch eine stringente Gesprächsführung und Rednerliste auch umgehen. Teilen Sie das einfach am Anfang mit, dass Sie diese Rednerliste haben und es geht auch wesentlich einfacher. Zumal Sie haben auch die Möglichkeit als Gäste oder als Teilnehmer einer Videokonferenz eine Wortmeldung im Prinzip anzumelden. Das funktioniert wie folgt. Ich kann Ihnen jetzt leider nur zeigen, wo Sie das finden, weil bei mir als Host des Videos ist diese Funktion nicht da. Und zwar gehen Sie hier in die Teilnehmerübersicht. Wenn diese Teilnehmerübersicht nicht da ist, können Sie hier unten auf Teilnehmer verwalten. Ja, hier. Genau, da unten auf Teilnehmer verwalten drücken und dann öffnet sich dieses Fenster und dann haben wir hier so ein paar, ja, Icons, die dann bei Ihnen im Fenster dann auch auftauchen. Und hier bei mehr gibt es auch den Daumen nach oben, das Klatschen, Kaffee, Pausezeichen und da gibt es auch eine Wortmeldung. Und der Herr Ebert, der meldet sich. Wollen Sie was sagen, Herr Ebert? Genau, ich winke jetzt einfach mal zurück. So. Oder ich applaudiere. Wunderbar. Genau, also da ist einfach die Möglichkeit, auch Interesse eines Wortbeitrages anzumelden. Auch das im Vorfeld einfach mitteilen ist, glaube ich, eine ganz sinnvolle Geschichte, ein Gespräch zu moderieren und zu führen. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass wir haben sehr viele, auch in unserem Smartphone-Projekt im letzten Jahr, sehr viele Teamsitzungen über Videokonferenz gemacht, weil wir auf dem gesamten hessischen Gebiet auch verteilt waren, im EKHN-Gebiet. Und wir waren mit unserer Top-Liste in einer strukturierten Videokonferenz viel effizienter und viel schneller fertig, weil einfach auch die Ablenkungen auch weg sind. Also von daher ist das eigentlich auch ganz gut. Ich kann es von gestern Abend, als wir unseren Elternabend haben, nochmal bestätigen. Wir waren in etwas über 30, 40 Minuten mit den grundlegenden Themen fertig. Und jetzt mal ehrlich, wann dauert ein Elternabend nur 30, 40 Minuten? Ja, also, und es waren alle zufrieden auch. Soweit zur Moderation. Genau, ich gucke jetzt noch mal gerade nach neuen Fragen. Genau, das war Backstage, da ist soweit auch nichts Neues dazugekommen. Hier im Chat auch nicht. Und das ist jetzt auch nochmal so ein Punkt, wenn Sie alleine eine solche Veranstaltung machen, ich bin jetzt hier auch gerade alleine, lohnt es sich einfach auch so ein paar nützliche Tools miteinander zu verbinden, weil jetzt in dem kleinen Chat irgendwie alle Fragen, ich sag mal, auch aufzulisten, ist ein bisschen schwierig.
Und das macht es mir jetzt doch relativ einfach, mit Smartphone und dem zweiten Monitor hier alles im Blick zu behalten. Aber wie gesagt, dafür am 2. April in dem Webinar über das Streaming-Studio noch mal ein bisschen mehr über den Aufbau. Gut, Dokumentation und genau, Dokumentation. Es ist ja auch wichtig, wenn Inhalte erstellt werden, dass diese auch dokumentiert und auch nachhaltig verfügbar gemacht werden. Hier habe ich mehrere Möglichkeiten. Also zum einen hatten wir gestern ja auch schon mal das, die Nextcloud vom Fachbereich auch vorgestellt. Da haben wir die Möglichkeit, auch mit mehreren Personen parallel an einem Word-Dokument zum Beispiel oder an einem Text zu arbeiten und diesen Text dann auch anderen zur Verfügung zu stellen. Oder genau, wer sich da für interessiert, es gibt im Blog die Aufzeichnung, die ist jetzt schon da seit heute Morgen, da ist das auch alles auch nochmal schön erklärt. Oder über ein sogenanntes Etherpad, das ist auch eine gute Möglichkeit, ja, ich sag mal, Inhalte aufzubereiten. Und zwar zeige ich das auch mal gerade, was ein Etherpad ist. Stellen Sie sich da irgendwie einen webbasierten Texteditor vor, der über einen öffentlichen Link zugänglich ist und zu dem jeder mitschreiben kann. Ein sehr stabiles Etherpad läuft unter yourpart.eu. Genau, ich guck mal gerade, steht hier. Genau, das ist ein Angebot von Jugendbeteiligen jetzt, also auch ein deutsches Angebot. Und um ein neues Pad zu starten, jetzt hier einfach mal einen Namen eingeben und ein Pad öffnen. Und es ist im Prinzip, wie gesagt, der Browser ist wie ein Texteditor. Und wenn ich Ihnen jetzt diesen Link in den Chat jetzt mal schicke, von der Videokonferenz. Wo ist denn mein? Ich glaube, ich muss die Freigabe mal ganz kurz stoppen, dass ich mal wieder in meinen Chat reinkomme. So, können Sie da jetzt zum Beispiel mal draufklicken? Und dann sollten Sie eigentlich zu mir in dieses Etherpad reinkommen. Ich sehe hier rechts oben auch eine, ich sag mal, die Anzahl der Benutzer. Ein zweiter ist jetzt noch mit dazugekommen. Ich kann jetzt hier auch meinen Benutzernamen mit eingeben. Tobias, ich kann mir hier eine Farbe eingeben. All das, was ich schreibe, ist jetzt grün. Da die andere Person auch schon grün hat, gehe ich mal eben auf Orange. Dass wir uns ein bisschen, naja, ist eher dreckig, grau, aber gut. Wir haben keinen Link. Im Chat ist der Link. Ist gerade eben nicht. Welcher andere Moment. Chat? Ich stoppe mal gerade die Freigabe, gucke hier nochmal im Chat und zwar. Oh nein, Entschuldigung, ich habe, genau, das ist jetzt auch ein Punkt. Ich habe den Chat nicht an Sie alle geschickt. Genau. Ich habe nämlich auch die Möglichkeit, gucken wir vielleicht auch gerade mal hier in diesen Chat rein. Sie sollen ja auch mit aus meinen Fehlern lernen. Genau, hier unten ist ja der Chatbereich, richtig, da kann man Nachrichten schreiben. Ich habe jetzt hier den Link reingeschrieben. Ich hatte aber hier bei Versenden an nicht an jeder geklickt, sondern habe die nur an eine Person geschickt. Und deswegen war jetzt auch nur eine Person online, genau. So, oh, ich mache gerade eine Meta-Freigabe hier, das geht auch nicht. Wir gehen jetzt mal ganz kurz wieder zurück in das Etherpad und ich sehe, dass jetzt hier auch schon mal Leute mit drin sind. Genau, 2, 4, 6, 8, 10, ganz viele. Und hier hat man jetzt die Möglichkeit, ich sag mal, zeitnah auch zu schreiben. Und gleichzeitig und parallel. Nachteil, was heißt Nachteil? Zu beachten beim Etherpad, es ist öffentlich. Ja, also das heißt, jeder, der diesen Link hat, yourpart.eu/demopad, kommt hier hin und kann auch das Dokument sehen und kann auch reinschreiben und kann auch löschen. Kann ich eine Frage stellen? Ja, eine Frage ist hier. Ja, kann ich diesen Link
irgendwo anpacken und oder muss ich den abschreiben? Denn ich kann den einfach nicht anfassen. Draufklicken geht das nicht? Nein, in dem Bild, was wir auf dem Bildschirm haben, nicht. Und in der Leiste müsste ich es probieren. Die Leiste ist aber gerade nicht zu sehen. Moment, nee, den Chat. Haben Sie den Chat mal geöffnet? Den sehe ich im Moment nicht mehr. Das liegt dran, was Sie anklicken. Ja, weil gerade war die Bildschirmfreigabe, da können Sie natürlich nirgends draufklicken. Sie müssten den Chat öffnen und da ist der Link mit drin. Okay, ich gehe dann wieder raus. Okay. Genau. Ich mache jetzt hier einfach mal weiter, wie gesagt, um beim Etherpad nochmal oder weiterzumachen. Wie gesagt, der Punkt ist, jeder, der über diesen Link verfügt, hat die Möglichkeit, hier Texte zu verändern und Texte auch, ich sag mal, zu löschen und zu schreiben. Und man hat jetzt natürlich auch die Befürchtung, oh mein Gott, da wird Schindluder getrieben. Ich habe in den letzten 10 Jahren sehr viel mit Etherpads gearbeitet, auch mit verschiedenen Pads, auch mit sehr vielen Leuten. Und es kam nie dazu, dass irgendwie was Wichtiges verloren gegangen ist. Zudem ein Etherpad auch nochmal eine Einstellung hat, und zwar schauen Sie mal bitte auf die Bildschirmfreigabe. Wenn ich nämlich hier oben auf diese Uhr gehe, bekomme ich einen Zeitstrahl angezeigt und dieser Zeitstrahl dokumentiert mir also regelmäßigen Versionen, also es findet eine Versionierung statt, wo was gemacht wurde. So. Und ich habe dann natürlich die Möglichkeit, zu einem Punkt wieder zurückzugehen, wo ich hin möchte und mir den Stand wieder zu kopieren und auch wieder einzufügen, somit auch wieder herzustellen. Das heißt, eine gewisse Sicherheit ist durch die Versionierung einfach auch da, auch wenn mal aus Versehen ein Pad gelöscht wurde. Soweit das Etherpad. Wir hatten der Nextcloud, wie gesagt, das möchte ich auch noch mal ganz kurz zeigen, die Kurzversion. Das Webinar von gestern, das ist auch das, wo Sie jetzt diese Präsentation sehen. Das heißt, es ist eine PowerPoint-Präsentation, die jetzt gerade im Browser abläuft in der Cloud. Und Sie können sich jetzt zum Beispiel diese PowerPoint oder diese Folie auch herunterladen unter dem Link kurzelinks.de/di-l, also di-el. Und dann haben Sie diese 3 Folien, wo eben auch die Dienste, die genutzt wurden, entsprechend auf einem PDF, was Sie dann nutzen können. Machen Sie vielleicht gerade einen Screenshot oder tippen Sie sich das ab. Oder ich stelle diesen Link natürlich auch sehr gerne dann auch nochmal in den Chat. So, Folienvorschau beendet. Zum Schließen bitte klicken. Genau. Ich kopiere gerade. Oh. Genau, kopieren. So, ich kopiere den Link gerade in den Chat, weil hier sind nämlich auch die Links und die Dienste drin, die ich heute vorgestellt habe und über die wir gesprochen haben. So, genau, jetzt haben Sie gesehen, ich benutze immer sehr gerne eine schöne URL, kurzelinks.de/di.il. Warum? Das ist ein sogenannter URL-Shortener, also ein Linkkürzer. Und das hilft auch, ich sag mal, wenn es darum geht, komplizierte Links wie Umfragen, Abfragen in schöne, kurze Links auch umzuwandeln. Nehmen wir als Beispiel unser Fragen-Poll, die Umfrage, die wir ganz am Anfang hatten. Das hat normalerweise eine Domain von pollunit.com/ und dann so eine 15-stellige Zahlenkombination. Total kompliziert, um weiterzugeben, zumal Sie ja nicht auf meine Bildschirmfreigabe draufklicken können. Ja. Und ich hatte dann hier über kurzelinks.de einen Shortlink erstellt mit kurzelinks.de/fragen-edutalk.
Wie funktioniert das? Auch ganz einfach, möchte ich Ihnen ganz schnell zeigen. Gehen wir in den Browser zurück und zwar auf der Homepage kurzelinks.de, wie der Name ja schon sagt, ist ein deutscher Link an oder Linkkürzer, ein deutscher Anbieter. Haben Sie jetzt die Möglichkeit, aus einem langen Link einen kurzen zu machen. Sie können auch einen Wunschlink eingeben, weil Sie haben ja gesehen, ich habe zum Beispiel Fragen EduTalk hinten dran. Das heißt, dann können Sie jetzt hier bei Wunschlink angeben, ist dieser Wunschlink vielleicht noch frei? So, Webinar ist nicht mehr frei, das ist klar. So, EduTalk, ist der noch frei? Okay. Gut, dann kopiere ich mir jetzt einfach mal eine lange URL und gebe den hier oben bei Ihr Link ein. Und wenn ich auf Link kürzen klicke, wird mir ein Kurzlink erstellt, kurzelinks.de webinar-edutalk. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann öffnet sich der Link, den ich dort hinten angegeben habe. Möchten Sie einen Link gerne öfter benutzen, weil der ist jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit auch vergeben, haben Sie auch die Möglichkeit, hier unten einen Gültigkeitszeitraum einzuschränken. Also bei meinen Webinaren, weil ich immer gerne was mit EduTalk, mit Webinar mache, hat dieser Kurzlink eine Gültigkeit von 2-3 Tagen, bis die Veranstaltung vorbei ist. Und dann kann ich ihn in der Regel bei der nächsten Veranstaltung auch nochmal verwenden. Das ist ganz geschickt. Und dann haben Sie ja gesehen, biete ich zudem noch diesen QR-Code an. Ein QR-Code ist ja ein sogenannter Quick-Response-Code. Und zwar dient der, dass man mit einem Smartphone im Prinzip und einer QR-Code-App diesen Code abfotografiert. Die iPhones und die aktuellen Android-Geräte haben das schon in der normalen Kamera mit eingebaut. Und dann öffnet sich direkt ein Browser oder eine Information, die sich direkt dorthinter verbirgt. Ich nutze hierfür den Dienst goqr.me. Es gibt Fantastilliarden von QR-Diensten im Internet. Suchen Sie sich einen schön aus. Ich nehme den immer gerne. Dann kann ich hier auf Web drücken, gebe hier eine Webseite ein. Ich nehme jetzt die, die ich noch in der Zwischenablage habe. Und dann wird mir hier direkt ein QR-Code dann auch erzeugt. So, und um Ihnen zu zeigen, was ich mit diesem QR-Code mache, wähle ich mich mal gerade mit meinem Smartphone hier ein. Fortfahren, abbrechen, genau. Ich muss mich mal gerade mir das Recht geben, freigeben zu dürfen. Na? So, jetzt hat. So, Sie sehen jetzt gleich den Screen von meinem Smartphone. So, und die Kamera-App. Und das ist jetzt gerade mein Fenster hier. Und Sie sehen schon dieses kleine Quadrat, das fokussiert schon diesen QR-Code. Und jetzt hat er ihn erkannt und oben wird jetzt schon direkt Safari angezeigt mit dem Link hinten dran. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, öffnet sich dann auf meinem Smartphone direkt der Link. Das ist eine ganz praktische Information oder ganz praktischer Dienst, um vor allen Dingen auch für, Mobilgeräte Inhalte hinter komplexen URL-Adressen verfügbar zu machen. Soweit. Ich schaue jetzt mal gerade, gibt es hier noch mal weitere Fragen von Ihnen? So, ich habe keinen Link, genau, das war die Michaela Weiß muss weg. Nächstes Webinar, 15 Uhr, ich wünsche dir alles Gute. So, hier gibt es auch soweit keine Fragen mehr. Ich gucke mal gerade im Facebook-Stream, ob hier noch was ist.
Auch nichts. Wunderbar. Letzte Möglichkeit, nochmal Fragen zu stellen. Ansonsten weise ich darauf hin, also Sie haben ja gemerkt, es sind jetzt so viele Dienste, viele Anbieter oder Dienste, die jetzt hier zusammenkommen, die ich jetzt für einen Elternabend nutzen würde. Ich finde es wichtig, methodisch gesehen im Vorfeld eine Abfrage zu machen, Interessensabfragen, Fragen zu sammeln. Das erspart Ihnen als Moderator viel Arbeit. Ich finde es wichtig, die Teilnehmer zu administrieren, zu verwalten, das Gespräch zu moderieren, Gesprächslisten zu führen. Und es gibt eben viele Dienste, die mir dabei auch helfen können. Die haben Sie hier im Prinzip auch angezeigt bekommen und der Link dazu steht auch im Chat. Soweit. Ich möchte gerne, wenn es Sie interessiert, nochmal auf die weiteren Angebote zu sprechen zu kommen. Und zwar, damit wir nicht so ganz an der Oberfläche kratzen, sondern die auch verlassen können, unter erwachsenenbildung-ekhn.blog im Webinarkalender finden Sie die nächsten Angebote. Also wir haben am 31. März nochmal ein Webinar, was sich nochmal tiefer mit Zoom als Videodienst auch als Videokonferenz-Tool beschäftigt, um einfach nochmal Rückfragenmöglichkeit zu bieten, eine Wiederholung, um nochmal sich mit dem Thema zu beschäftigen. Im Gedankenflimmern-Podcast werden Michael Grunewald und ich uns auch darüber unterhalten, wie Corona jetzt gerade unsere analog-digitale Arbeitswelt auf den Kopf stellt, was für tolle Ideen es gibt und was wir einfach auch brauchen und zukünftig besser gewappnet zu sein. Und dann, wie gesagt, am 2. April auf dem Weg zum eigenen Streaming- und Webinarstudio. Da wird es dann auch so ein bisschen technisch und spielerisch. Da gucken wir uns einfach auch mal Hardware an und Software, die wir für solche Veranstaltungen auch benutzen können. Neue Chats sind hier. Eine Frage. Kann man nach der Sitzung den Chat nochmal anschauen? Ein ganz klares kommt drauf an. Ich habe als Host einerseits die Möglichkeit festzulegen, dass der Chat automatisch gespeichert wird. Das heißt, wenn ich meine Konferenz beende, kann ich oder öffnet sich erstmal eine Textdatei mit dem Chat oder ich kann, wenn ich sie aufzeichne, auch den Chat als Textdatei auch mit herunterladen. Also das heißt, wenn da Interesse besteht, den Chat, den habe ich natürlich. Man kann ihn aber auch einfach jetzt aus dem Klienten heraus kopieren oder auch abspeichern. So, Volker Fey, er sagt vielen Dank, sehr detailreich und interessant. Natürlich für den gewohnten User etwas zu schnell und zu viel, das kann ich verstehen, Herr Fey. Es geht vielen ja so, aber deswegen, das Schöne ist ja, das Ganze wird aufgezeichnet und ab morgen ist es im Blog mit drin und da können Sie sich einfach die Aufzeichnung nochmal angucken und auch zurückspulen, was ja in einer Live-Veranstaltung nicht immer möglich und machbar ist. Gut, wenn abends alle gleichzeitig Zoom nutzen, gibt es Kapazitätsprobleme? Haben Sie einen Tipp? Ich habe es noch nicht so wirklich, also was meinen Sie mit Kapazitätsprobleme? Wenn in der Familie alle Zoom nutzen, wird es eng vor dem Rechner oder ich sag mal von den reinen Rechenkapazitäten. Da kann man sich sagen, Zoom läuft unheimlich stabil. Also zum einen ist die Datenübertragung und die Auflösung schon mal reduziert auf HD. Wir haben normalerweise Full HD, 1080p Übertragung. Jetzt können wir nur noch in 720p im Prinzip streamen und aufzeichnen. Aber ansonsten läuft das sehr performant. Und bislang habe ich noch nicht erlebt, dass eine Videokonferenz abgebrochen ist über eine normale Internetverbindung. So, dann haben wir hier nochmal, genau, vielen Dank, Edu Education, können 3 Pünktchen, genau, Hinweis für den Chat, wunderbar. Gut, an dieser Stelle möchte ich aber gerne auch nochmal Sie und euch um ein kleines Feedback auch nochmal bitten, weil ich meine, wir wollen ja auch immer gucken, dass wir an unserer Qualität auch weiterarbeiten und unter kurzelinks.de/poll habe ich eine kleine Auswertung vorbereitet und würde mich sehr freuen, wenn Sie da einfach gleich Zeit finden, einfach mal reinzuschauen. Ansonsten wünsche ich Ihnen alles Gute. Vielleicht sehen wir uns ja nächste Woche beim Webinar wieder. Bleiben Sie gesund, haben Sie viel Spaß beim Ausprobieren und ja, ich freue mich auch von Ihnen zu hören. Bis dann, machen Sie es gut. Tschüss.